Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder in Davons Wach gelandet, denn mir war mein Inventar ein bisschen zu voll. Jetzt bin ich hier schon mal ins Versteck der Diebe hineingeschlichen. Ne, nicht geschlichen, nicht. Aber wir wollen auf erstmal ein bisschen Healerware verkaufen. Und zwar diesen Lederriemen, mehr haben wir auch gar nicht. Das ist wohl nach jedem Auslocken wieder auf Null. Muss ich wahrscheinlich in einer Session mal 50 Gegenstände verkaufen. Ich glaube, das wird nichts. Da müssen wir echt mal hier eine ganze Folge damit nur verschwenden, Zeug zu klauen. Ich frage mich, was da gibt, wenn ich in einer... Wenn ich in einer Session hier mal 50 Gegenstände verkaufe bei den Healern. Fragt sich, was man da kriegt. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt noch ein paar Glyphen hier aus unserer Bank holen. Seid gegrüßt. Denn ich möchte die neuen Rüstungsteile, die ich habe, gern noch verzaubern. Willkommen im Lalu Schatzhaus. Ja. Nur diese Glyphen. Ich nehme die jetzt mal alle mit. Haben wir immer noch nichts. Okay, aber wir hatten doch bestimmt ja auch noch so einen Halblederriemen. Etwas hinterlegen? Nein, ich möchte nur auf meine Truhe zugreifen. Ach, haben wir doch nicht. Gut, dann lagere ich die Sachen wieder ein. Können aber gar nicht so viel mitnehmen. Okay, jetzt haben wir wenigstens 20 Platz in Dings. Zum Gruße. Okay, dann reiten wir mal wieder zum Wegschrein und kehren nach Dings zurück. Dessen Stadt, die ich mir einfach nicht merken kann. Auf jeden Fall sollen wir irgendeinen Höhleneingang finden, wo sich dann... keine Ahnung befindet. Auf jeden Fall ein weiteres Lager der Leidgeborenen. Da oben. Achso, gehen wir mal hier hin. Zum Wegschrein der Obsidianschlucht. Okay, dann hin. Ja, mein Pferd und ich nutze es so selten. Das ist sehr bedauerlich. Und es hat schon so viel gekostet. Yay. Oh Mann. Oh Hilfe. Viele Leichen hier. Jetzt, wenn ich einfach dran vorbeireite, können sie nichts machen. Höhle in der Obsidianschlucht. Mal sehen, was wir hier finden. Kann man hier drin eigentlich auch ein Pferd nehmen? Nee, im Dungeon geht das nicht. Speer Kahnnaht. Diese Nixhunde werden mich nicht holen.
Sie werden aus mir keine leere Hülle machen. Ich habe mich selbst zur Ader gelassen. So nutze ich ihnen nichts. Das wird es ihnen zeigen. Halte durch. Mach die Augen auf. Los, kommt schon. Was wollte ich sagen? Hat Speerin Marmyne euch geschickt? Ich war froh, dass ihr entkommen konnte. Die anderen, sie sind alle tot. Ich habe gesehen, was die Seuche anrichtet. Mich wird sie nicht holen. Aber wenn die Schutzzauber zerstört wurden... Schutzzauber? Welche Schutzzauber? Arkane Schutzsteine machen die Leidgeborenen immun gegen die Seuche. Ein Geschenk von jemandem namens Vox. Es wäre sicher eine Schande, wenn sich diese Aliz mit ihrer eigenen Seuche anstecken. Wie wäre es, wenn ihr diese Schutzzauber zerschlagen würdet, die sie beschützen? Wo sind die anderen Lalu-Speer? Ich habe sie in der Dunkelheit schreien hören. Die Seuche hat sie geholt. Sie haben sich verwandelt. Die Schutzzauber. Konzentriert euch auf die Schutzzauber. Es gibt 3 von ihnen. Zerschlagt sie alle. Ich werde tun, was ich kann. Diese Schutzzauber verhindern, dass die Leidgeborenen sich mit ihrer eigenen Seuche anstecken. Zerschlagt sie und möge die Seuche sie alle holen. Und wo sind diese Schutzzauber? Tiefer in der Höhle, weiter unten. Es ist der gleiche Ort, an den sie die anderen geschleift haben. Mögen die 3 jetzt über ihre Seelen wachen. Ich fände es ja besser, wir würden diese Schutzzauber uns klauen und dann der Stadt zur Verfügung stellen. Keine Chance, Leute. Einfach keine Chance. Falsche Taste. Okay, wir können sie aber nur zerstören. Mehr ist anscheinend nicht drin. Läuft doch wie am Schnürchen. Das lief so eigentlich ganz gut. Okay, dann verschwinden wir von hier. Oh, hier ist ja gar nichts. I'm genius. Oh, und das sind schon unsere Freunde. Hauptmann Diril. Gut, ihr seid noch am Leben. Speer Marmyne erzählte uns schon, dass sie euch in diese Höhle geschickt hat. Varon meinte, er würde euch aus Narsis kennen.
Er und seine Verbündeten haben Unterstützung angeboten. Was kann ich für euch tun? Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ich will nicht, dass noch mehr meiner Soldaten infiziert werden. Aber jemand muss sich um die Leidgeborenen kümmern. Ein für alle Mal. Ich habe die arkanen Schutzzauber zerstört, die sie vor der Seuche schützen. Das könnte helfen. Ah, das ändert die Lage. Wir haben die Seuchenlieferung für Gramfeste entdeckt. Ich will, dass die Kisten zerstört werden. Aber meine Truppen müssen in sicherer Entfernung sein, wenn das geschieht. Irgendwelche Ideen? Immer. Über ihre beladenen Wagen ragt eine Klippe und ich habe Bogenschützen da oben. Geht zu Nario Virian. Sagt ihr, die Bogenschützen sollen als erstes von oben die Kisten zerschießen. Wollen wir doch mal sehen, wie es den Leidgeborenen gefällt, ihrer eigenen Seuche ausgesetzt zu sein. Gute Idee. Ich werde auf die Bogenschützen aufpassen, während sie ihre Arbeit machen. Gute Idee. Genau das, was wir brauchen. Dann macht euch auf den Weg. Dieser Tunnel wird euch ganz nach oben auf die Klippe führen. Alles klar. Ja. Bogenschützen, mit Bogenschießen kenne ich mich aus. Tatsache, wir kommen raus. Ui, und der Angriff scheint schon voll in Gange zu sein. Ihr habt uns alle dem Tode geweiht. Seht dem Ende ins Auge. Wir haben es geschafft. Alles klar, zurück in die Höhle. Das war ziemlich lame. Ich habe alles verpasst. Nur wegen dir, Typ. Planänderung. Die von den Bogenschützen zerstörten Kisten? Die Seuche verbreitet sich schneller als der Atem eines Drachen. Da können wir nicht entlang. Wie verbreitet sie sich so schnell? Hey, ich bin keine Alchemistin. Ich kann euch nur sagen, was Varun mir erzählt hat. Dieses Zeug ist stark und breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Sobald es auf bloße Haut trifft, verwandeln sich die Opfer in leere Hüllen. Das ist allerdings nicht sehr gut. Ich habe diesen Narren Dirl gewarnt, nicht weiterzugehen. Wenn er noch keine leere Hülle ist, dann wird er wohl sicher gerade von einer verschlungen. Diese Seuche verbreitet sich in Windeseile. Wo ist Dirl? Wo ist Dirl hin? Bäh, ich kann mir nicht reden. Er hat einige Truppen in den Südteil der Schlucht geführt. Er sucht nach dem Anführer der Leidgeborenen, dem Alchemisten. Vox. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt so weit geschafft hat oder nicht. Ich werde ihn finden. Bringt euch in Sicherheit. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Wir bleiben auf erhöhtem Gelände, bis die Seuche verflogen ist. Wenn ihr Dirl findet und er sich verwandelt hat, dann tut, was nötig ist. Verstanden? Ich kümmere mich darum. Kann ich auch hier raus oder muss ich hier unten rausgehen? Okay, jetzt müssen wir Hauptmann Dirl finden. Der ist wahrscheinlich zu früh in dieses solchen Gebiet gegangen ist. Nix da. Lass ihn durchsuchen. Danke. Gehen wir zurück in die Obsidian-Schlucht. Ach du Schande. Ja, lass den Weg doch gar nicht. Mann. Das soll ich machen. Finde Hauptmann Dirl.
keinen Bock auf euch. Sorry. Shit, hier verwandeln sich alle schnell. Wo ist er hin? Am Ende habe ich hier voll die Massen an Gegner hinter mir. Uiuiui. Hast du also gewagt, mir hinterher zu kommen? Ah, okay. Oh, Hauptmann Dire, geht's dann auch ganz gut. Bei Iam, ihr habt einen wahren Spießrutenlauf aus Siechtum und Tod hinter euch und seid trotzdem nicht krank. Wie habt ihr das nur geschafft? Ich bin Argonia, fast zu 100% Resistenz gegen Krankheiten. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Aber wir werden es fürs Erste als Segen des Tribunals betrachten und es dabei belassen. Die Leidgeborenen, die nicht der Seuche zum Opfer gefallen sind, ziehen sich zurück. Wir müssen uns nur noch einer letzten Sache annehmen. Und das wäre? Wir haben Merdindrell in diesen Ruinen in die Enge getrieben. Er ist der Alchemist, der die Lodos-Seuche erschaffen hat. Wir müssen ihn gefangen nehmen und herausfinden, wie er das gemacht hat. Mit euch an unserer Seite können wir nicht scheitern. Worauf warten wir dann noch? Das ist die richtige Einstellung. Wir folgen euch auf dem Fuße. Denkt daran, dass wir herausfinden müssen, wie die Seuche erschaffen wurde. Dann können wir an der Herstellung eines Heilmittels arbeiten. Gehen wir. Na, los geht's. Ja, sieht, wie er mir folgt. Das Apothekarium. Ab in die Apotheke. Okay, dann wollen wir dem Kerl mal das Handwerk legen. Ich bin gespannt. Bleibt wachsam. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Seht überall nach. Sagen jede Menge Feinde. Alle Beweise, die wir finden, könnten uns zum Heilmittel führen. Was habt ihr gefunden? Die Alchemie-Rezepte. Rezeptur. Das ist das Rezept für die Lodos-Seuche. Wir haben es geschafft. Warte, was geht hier vor sich? Ich kämpfe jetzt mal so gerade. Auch wenn ich damit nicht gerade sehr gut zurechtkomme. Ihr widersteht meiner Seuche? Versuchen wir eine stärkere Version. Fuck. Jetzt muss ich ihn töten. Glaubte doch wohl nicht, dass es so leicht werden würde, oder? Ich werde meine Experimente mit eurem Körper fortführen. Häng fest, Alter. Was für ein Wichser, ey. Er ist echt stark, aber das war's mit dir. Puh. Merindrill ist tot. Das war ein echt harter Kampf. Aber unser Freund hat es ja nicht geschafft.
Hat er nicht geschafft. Ja, ich weiß nicht, ob Stufe 15 zwei Waffensets benutzen kann. Ja, und mit dem Klaalu-Offizier sprechen wir dann in der nächsten Folge und berichten ihm, was wir entdeckt haben. Naja, bis dahin. Ja, damit konnten wir Merindril, dem Alchemisten, derjenige, der die Lodder-Seuche erschaffen hat, endlich aus dem Verkehr ziehen und konnten außerdem noch die Aufzeichnung finden, wo beschrieben war, wie diese Lodder-Seuche entwickelt wurde. Das können wir natürlich dazu verwenden, um ein Heilmittel gegen diese Seuche zu finden. Ja, und ob es uns gelingt, diese Seuche dann endgültig zu bekämpfen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.